Folgst du auch den Zeichen oder folgst du deinem Kopf? Lässt du dich in deinem Leben von Zeichen leiten oder eher von deinem Verstand? Spannende Frage. Die meisten Menschen folgen ihrem Kopf. Die folgen einem Plan und versuchen ihn dann umzusetzen. Und doch legt das Leben dir permanent Zeichen in deine Hände. Kennst du das? Kennst du das, dass sich bestimmte Dinge wiederholen? So als wollte man dir etwas bewusst machen. Vielleicht kennst du schon, dass sich bestimmte Zahlenfolgen wiederholen. Dass du immer dann auf dein Handy oder auf deine Uhr guckst, wenn es 20.20 Uhr ist oder 12.12 Uhr. Viele Menschen kennen das. Auf was ich aber heute raus möchte, geht einen Schritt weiter. Wir suchen mit unserem Verstand nach Antworten und wissen gar nicht, dass alle Antworten immer schon da sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Als ich damals außerhalb meines Körpers war, wurde mir gezeigt und beigebracht, dass ich nur etwas denken muss oder eine Frage in mir formulieren muss und schon sind sämtliche Antworten da, weil ich mich außerhalb meines Verstandes befand. Es öffneten sich sofort sämtliche, wie soll ich dir das erklären, sämtliche wie Antwortsbibliotheken, in denen ich sofort alles erfassen konnte, was mit meiner Frage zu tun hatte. So funktioniert es hier im Leben, in unserer etwas trägen 3D-Welt natürlich nicht. Und doch erleben wir das gleiche Prinzip, dass nämlich die Antworten auf unsere Fragen eigentlich direkt vor unserer Nase liegen, wenn wir hinhören würden. Wenn wir diesem lauten Geplapper unseres Verstandes einmal Einhalt gebieten. Das kannst du mal ziemlich leicht ausprobieren für dich. Nimm irgendeine Frage, die dich in deinem Leben beschäftigt. Fang vielleicht nicht gleich mit den ganz großen Brocken an, sondern nimm irgendeine leichtere Frage. Und notiere sie dir auf einen Blatt und leg dieses Blatt auf deinen Küchentisch und stell dir vor, dass du die Frage per Post ans Universum schickst. Und dann achte darauf, was in diesem Tag, manchmal in den nächsten Minuten oder in den nächsten Stunden für Zeichen kommen. Vielleicht machst du genau zu einem bestimmten Zeitpunkt den Fernseher an und siehst eine Talkshow, in der es genau um dein Thema geht. Oder eine Freundin oder ein Freund ruft an und erzählt dir eine Geschichte, die absolut mit deinem Thema übereinstimmt. Vielleicht bist du im Bad und kämmst deine Haare und plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen, dass die Antwort auf dein Thema dir schenkt. Sobald wir zuhören oder rausgehen aus dem Verstand, kommen diese Antworten ganz automatisch, immer. Die einzige Krux an der Geschichte ist, wir müssen die Antworten auch lassen. Sobald wir uns dann immer damit beschäftigen, ja, was könnte es denn sein? Wann kommt denn eine Antwort? Wo ist denn ein Zeichen? Sobald wir dauernd im Kopf bleiben, verhindern wir, dass wir diese Impulse wahrnehmen können. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, du hast es schon oft erlebt in deinem Leben. Vielleicht kennst du das mit dem verlegten Schlüssel, dass du dein Handy oder deinen Schlüssel verlegt hast und dir fällt erst dann ein, wo es ist,
wenn du aufhörst, darüber nachzudenken. Kennst du das? Diese Zeichen kommen immer. Oft sind es Träume, die sich wiederholen. Oder es sind bestimmte Aussagen, die sich wiederholen. Sie liegen direkt vor deiner Nase oder vor unserer Nase. Mir geht es ganz oft so, wenn ich über irgendetwas nachdenke und merke, ich komme auf keine Lösung, dann höre ich sofort auf, nachzudenken. Ich nutze diesen Verstand dafür gar nicht mehr. Für mich ist es sehr anstrengend, nachzudenken. Also mache ich eigentlich ein kleines Spiel daraus und schicke diese Frage einfach nach oben. Und dann achte ich auf die Zeichen. Die Antwort kommt garantiert und meistens schneller, als ich denke. Probier das mal aus und schreib mir bitte unten in die Kommentare, ob das funktioniert hat und ob du das kennst und vor allem auch in welchen Bereichen du das kennst. Ja, das wäre schön. Ciao.